Seit einem Jahr betreibe ich diesen Kanal Crunchyroll und du konntest hautnah dabei sein mit meinen entsprechenden Videos und meinen, ja, neuerdings auch Blog-Einträgen, wie meine Entwicklung in diesem Jahr war. Ich hatte sehr viele Höhen und auch Tiefen. Ich hatte viele Heilkrisen, vor allem dann im Winter und während meines Fachpraktikums. Aber ich hatte auch hier viele verschiedene Zeiten, sage ich mal, oder Erlebnisse. Einerseits habe ich meine Leidenschaft für das Gärtnern und Selbstversorgung entdeckt. Dafür bin ich den Herrn Urproduzenten in meinem Dorf sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, ihn zu unterstützen, ebenso wie meinem Vater bzw. meine Eltern, dass sie auch mir sozusagen den Garten zur Verfügung stellen, wo ich mich auch hier ein bisschen austoben und ausleben kann, dass ich mich einfach in der Natur einfach meiner Leidenschaft nachgehe. Außerdem habe ich auch mein Studium, wie bereits erwähnt, abgebrochen, weil ich halt auch hier keinen Sinn mehr sehe. Und natürlich habe ich auch hier allerdings auch das Tai Chi Quan gefunden, nach dem Yang-Stil, und das betreibe ich auch sehr gerne. Dafür bin ich auch sehr dankbar für die tollen Leute, die ich in einem Tai Chi-Zentrum treffe und auch kennengelernt habe. Und in dieser Episode von Road to 70 möchte ich einfach meine Tipps bzw. meine wichtigsten Punkte, also meine 6 wichtigsten Punkte bei der Umstellung zur Rohkostreinigung anführen. Also welche 6 Punkte man aus meiner Sicht beachten sollte, damit es nicht ganz so schief läuft, wie bei mir es der Fall gewesen ist. Tut ab die Heiligkeit, werft weg das Wissen, so wird das Volk hundertfach gewinnen. Tut ab die Sittlichkeit, werft weg die Pflicht, so wird das Volk zurückkehren zur Kindespflicht und Liebe. Tut ab Geschicklichkeit, werft weg den Gewinn, so dass Diebe und Räuber nicht mehr geben. In diesen 3 Stücken ist der schöne Schein nicht ausreichend. Darum sorgt, dass die Menschen sich an etwas halten können. Zeigt Einfachheit, haltet fest die Lauterkeit, mindert Selbstsucht, verringert die Begierden, gebt auf Gelehrsamkeit, so werdet ihr frei von Sorgen. Ratposen, kommen wir zu meinen Freunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw to 70. Und in der heutigen Episode möchte ich einfach auf die 6 wichtigsten Punkte aus meiner Sicht eingehen, die man bei der Rohkostreinigung beachten sollte. Also zunächst sollte man einfach langsam umstellen und sich einfach mal bewusst werden, welche Krankheitsgeschichte man bereits hatte. Also damit meine ich einfach, welche Medikamente hat man zum Beispiel eingenommen, welche Krankheiten hatte man davor, welche Ernährungsweise hat man davor praktiziert, habe ich viel geraucht, viel Alkohol konsumiert, viel Junkfood zu mir genommen, wie haben sich meine Eltern zum Beispiel auch ernährt, das hängt natürlich auch damit zusammen, weil natürlich auch hier das ein bisschen auch vererbt wird, wenn sie sich halt schlecht ernährt haben oder nicht optimal ernährt haben, auch viel geraucht, Alkohol konsumiert haben etc., dann geht halt auch ein Stück von diesem Schleim, von diesen Giftstoffen, Toxinen auch natürlich auf das Kind über, vor allem auf das Erstgeborene. Und man sollte einfach langsam umstellen. Also das heißt, man sollte vielleicht nicht von 0 auf 100 auf 100%
Rohkost umstellen, sondern einfach mal schauen, wenn es nicht ganz kritisch ist, dass man sagt, dass man vielleicht in der Früh nichts isst oder vielleicht einen Smoothie oder einen Saft zu sich nimmt und dann erst ab 12 vielleicht eine kleine Obstmahlzeit oder auch die bisschen Salat oder Gemüse zu sich führt und dann am Abend vielleicht oder Nachmittag dann nochmal etwas Gemüse, ein Salat, Gurken, Tomaten, also auch viel Wasserhaltiges. Ab und zu mal kann man sich auch Nüsse, Avocados oder Samen zu sich führen, vor allem wenn man noch am Anfang ist, bei der Umgewöhnungsphase und einfach mal dieses Sättigungsgefühl haben möchte, aber bei der Rohkost ist es halt auch so, dass man hier ein anderes Sättigungsgefühl hat und wenn man halt frisch von der Umstellung kommt, dann muss man sich ja erstmal dieses Gefühl erfahren, diese Leichtigkeit muss man sich erstmal bewusst werden. Man hat halt hier ein bisschen einfach mehr Energie zur Verfügung hat, wie nach einer Kochkost oder industriell verarbeiteten Kost und am Abend, wo man sich dann vielleicht etwas, eine heiße Gemüsesuppe oder eine Gemüsebrühe zu sich führen oder wenn man mal die Entgiftung etwas stoppen möchte, dann kann man auch mal gedünstetes Gemüse wie Spinat zu sich nehmen oder auch mal eine gebackene Kartoffel. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Erholung, der Schlaf bzw. die Entspannung. Ganz allgemein ist es halt wichtig, dass man sowohl Yang-Energie hat, also Yang-Aktivitäten hat, also man das macht, seine Arbeit nachgeht, Sport hat, aber natürlich auch hier ist den Yin-Aspekt nicht außer Acht lässt. Also das heißt, dass man auch hier Aktivitäten hat, wo man sich entspannt, zum Beispiel meditiert, einfach zur Ruhe kommt, sich entspannt, vielleicht mal malt, hackt, das kann auch eine Meditation sein, einfach klassische Musik zum Beispiel hören, ein nettes Gespräch haben mit jemand anderen, einfach mal ruhig und entspannt den Moment genießen. Das kann man, wenn man zum Beispiel einen Garten hat, einfach mal die schönen seine schönen Pflanzen betrachten, mit ihnen zum Beispiel reden oder die netten Blumen an denen schnuppern oder an die netten Früchte, wenn man zum Beispiel Obstbaum hat oder einen Balkon, dass man sich halt einfach hier einfach entspannt und ruhig den Abend zum Beispiel ausklinken lässt. Das ist halt auch sehr wichtig, dass man einfach runterkommt, den Stress runterfährt und sich einfach erholt und entspannt, weil das ist halt auch für mich so ein Teil des Sinn des Lebens, dass man es auch einfach mal die kleinen Momente einfach mal genießt. Auch das Thema Schlaf wird oftmals sehr unterschätzt, also das heißt, dass dann meint, dass man bei der Rohkostumstellung, da behaupten halt auch viele, dass man weniger Schlaf benötigt. Wenn man ganz am Anfang ist, dann braucht man halt auch hier mehr Schlaf, weil während dem Schlafen das auch eine gewisse Entgiftung der Körper vornimmt und das ist halt dann gerade bei der Umstellung braucht man eigentlich genau das Gegenteil, etwas mehr Schlaf und da sollte man auch wirklich auf dem Körper hören und ich persönlich bevorzuge halt den Vormitternachtsschlaf, also das heißt, jetzt zum Beispiel im Sommer ist es also, dass ich zum Beispiel hier in diesem Büro oder in meinem eigentlichen Schlafzimmer so lange wach bin, bis die Sonne untergeht, weil ich halt den Stromkreislauf abgeschaltet habe. Das heißt, ich habe eigentlich auch nicht die Möglichkeit, das Licht anzumachen. Und das heißt, wenn dann die Sonne untergeht, dann gehe ich auch in der Regel zur Ruhe, gehe in mein Gemach, in mein Bett und mache mich einfach für meinen erholsamen Schlaf fertig. Und wichtig ist halt auch, dass wie man es zum Beispiel sich entspannen kann. Da gibt es halt viele verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Meditation. Ich persönlich praktiziere ja auch Qigong und Tai Chi. Das ist halt auch nochmal so eine gewisse Erholung und Entspannung.
auch dann noch sehr wichtig. Der dritte Punkt ist, dass man sich auch genügend bewegt, Sport betreibt und auch eventuell Muskeln aufbaut. Das hat vor allem den Hintergrund, um das Qi in den Körper zirkulieren zu lassen und dadurch halt einfach mehr Energie und Wohlbefinden zu erhalten. Und wenn halt das Qi zum Beispiel durch falsche Körperhaltungen oder zu langen Sitzen blockiert ist, dann staut sich das natürlich und das kann auch zu gesundheitlichen Folgen führen. Und die Bewegung ist auch einerseits wichtig, um den Blutkreislauf anzutreiben, um die Lymphe auch weiter fortzutransportieren, weil die Lymphe sich nur in einer Richtung transportiert und mit Hilfe der Muskelpumpe wird halt die Lymphe durch das Lymphsystem durchgeführt oder kann halt passieren, weil es halt hier so Lymphventile so Art geht, dass das Lymphe halt nur in eine Richtung fließt und die soll sich ja auch nicht stauen. Das ist halt auch ein wesentliches Entgiftungsorgan für unseren Körper. Das heißt, dass auch hier die Bewegung auch mit zuständig ist, dass wir die Entgiftung reibungslos durchgeführt wird. Und das ist halt auch wichtig, dass man sowohl Dehnübungen als auch Ausdauerübungen, wie zum Beispiel Seilspringen, Radfahren, Laufen durchführt. Bei den Dehnübungen zum Beispiel Yoga oder Aufwärmübungen, bei mir zum Beispiel ist Qigong, Tai Chi oder Shaolin, Kung Fu Übungen. Und natürlich auch das Wichtigste, sehr wichtig ist natürlich auch ein gewisses Krafttraining. Ich mache zum Beispiel Street Workout, man kann aber auch ins Fitnessstudio gehen oder sich Hanteln besorgen und einfach so Körpergewicht Übungen machen, wie zum Beispiel auch mit Liegestützen. Das ist halt deshalb wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich viel oder sehr stark entgiftet hat, also auf einmal, dann ist es wichtig, dass man wieder um Gewicht zuzunehmen, auch wieder hier Muskeln aufbaut, weil die natürlich auch ein bisschen schwerer sind und man kann halt auch hier so seinen Alltag auch ein bisschen besser bewältigen. Kommen wir zum Punkt Nummer 4. Also da ist halt für mich wichtig, das nötige Wissen bezüglich der Rohkost zu erhalten bzw. der Rohkostreinigung. Und da sollte meiner Meinung nach die alten Pioniere der Gesundheit bzw. der Rohkostreinigung lesen, wie zum Beispiel Dr. Norman Walker, Helmut Wandmarker, Arnold Ehret zum Beispiel, weil die halt auch hier eigene Erfahrungen gemacht haben und das haben sie halt auch hier vor, zum Teil auch vor 50 bis 100 Jahren diese Erfahrungen gemacht. Und solche Literatur ist halt auch wirklich wichtig zu lesen und einfach mal hier so ihre Erfahrungen auch auf sich anwenden. Es ist meiner Meinung nach schon gut, dass man sich auf YouTube hier diverse Leute anschauen kann und auch hier die Informationen, ihre Erfahrungen teilhaben kann, wie zum Beispiel von mir. Aber da ist es auch wieder wichtig, dass zum Beispiel ich praktiziere die Rohkost jetzt nur seit einem Jahr. Ich habe vielleicht jetzt nicht so viele Erfahrungen wie in dieser Szene, sag ich mal, oder in der Rohkostreinigung. Und die meisten größeren Rohkostkanäle, die haben sind höchstens 3 bis 5 Jahre vielleicht bei der Rohkost dabei. Und leider sind auch viele dabei, die halt nur wegen dem Profit halt auch zum Teil ihre Produkte vermarkten wollen. Das finde ich halt auch ehrlich gesagt nicht gut. In Facebook zum Beispiel bin ich in mehreren Gruppen, wo halt dann auch hier Leute sind, die mehr Erfahrung haben. Also so circa 15 bis 25 Jahre und von denen finde ich halt eher, dass man hier Tipps und Tricks sich holen kann, vor allem weil sie es halt auch zum Teil die Dokumente auch umsonst anbieten und da ist halt auch wirklich wichtig, sich ja vor allem vornherein sich das Wissen anzueignen, Informationen zu sammeln, bevor man dann hier
wie ich, alles überstürzt macht, hektisch und unsicher wird und dann eventuell dann von der Rohkost weggeht, weil man in der Meinung ist, sie klappt einfach nicht. Kommen wir zum vorletzten Punkt und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, das ist einfach Freude und Spaß am Leben. Also man sollte auch wirklich hier nicht nur auf die Ernährung achten. Ja, sie ist ein wichtiger Punkt, aber es geht auch hier auch um das Sinn des Lebens und es ist halt auch wirklich hier Spaß am Leben zu haben. Also man sollte die Tätigkeit nachgehen, die man auch wirklich machen möchte. Also man sollte auch frei sein, sich eigentlich seine Zeit selbst einteilen müssen, ohne Zwänge zu sein. Einfach das, was ich jetzt im Moment machen möchte, worauf ich Lust habe, auch einfach machen und ausprobieren. Und meistens ist es auch Leidenschaft, die man dann auch nachgeht. Und das ist dann auch wirklich hier in der Regel keine Arbeit mehr, wenn man sie freiwillig macht, wenn man sie mit Spaß macht, sondern das ist dann einfach mehr Liebe. Bei mir ist es zum Beispiel ja, die Selbstversorgung, das Gärtnern, das Tai Chi zum Beispiel. Solche Sachen mache ich wirklich gerne. Sie machen mir Spaß und geben halt mein Leben sozusagen einen wirklichen Sinn, woran ich auch hinarbeiten möchte. Zudem ist es auch wichtig, Spaß am Essen zu haben. Wenn man jetzt zum Beispiel ein intermittierendes Fasten durchführt und nur zweimal isst, heißt es halt nicht, dass man jetzt weniger isst, auch weniger Lebensfreude hat, sondern man schmeckt sozusagen die Lebensmittel auch intensiver, man freut sich auch immer zum Beispiel nach einer Fastenzeit immer ja, wieder aufs Essen. Zum Beispiel, dass man jetzt hier verschiedene ja, Früchte, Obstsorten zu sich nimmt, wie zum Beispiel momentan Kirschen, die sind auch recht lecker und da freut man sich einfach, wenn man halt Spaß am, ja, am Essen hat, wenn einfach die Süße und der Saft einem im Mund zusammenläuft und halt gut kaut und das, da gibt es einfach nichts Schöneres und da sollte man auch nicht zu streng sein, wenn man jetzt hier seine Gelüste ab und zu mal nachgeht oder vielleicht mal falsch kombiniert hat. Man sollte einfach von diesen Fehlern lernen und einfach das nächste Mal es besser machen. Da sollte man sich auch kein schlechtes Gewissen machen. Und ein letzter Punkt aus meiner persönlichen Erfahrung ist halt auch hier wirklich der Minimalismus. Das heißt, dass man auch hier, ja, ich bin halt einfach der Meinung, weniger ist einfach mehr in allen Lebensbereichen, auch in den Konsumgegenständen oder Sachgegenständen. Zum Beispiel brauche ich kein riesiges Haus, weil ich dann einfach nur den größeren Aufwand habe, dieses Haus sauber zu machen oder zum Beispiel die Räume zu befüllen. Und da ist einfach, je weniger Gegenstände man hat, desto weniger muss man sich darum kümmern und kann man sich zum Beispiel schöpferischen Tätigkeiten nachgehen, wie zum Beispiel der Kalligrafie, der Malerei, der Gärtnerei, was auch immer. Und der so ziemlich wichtigste Punkt, den so ziemlich jeder, glaube ich mal, durchlebt hat, der jetzt einen Lebenswandel hat, der mehr Bewusstsein erlangt hat, ist, und da nehme ich mich leider auch nicht aus, ist die dogmatische Denkweise. Wenn man jetzt einfach ja, seine Denkweise auf andere ja, projizieren möchte und sie unbedingt von Argumenten meinerseits überzeugen möchte, sie von meiner Denke einfach ja, sozusagen bekehren möchte und sie dann, wenn sie es halt nicht wollen, sozusagen sie ja, ketzerisch oder als schlechtere Menschen ja, abstufe und sowas sehe ich eigentlich wie zum Beispiel, dass man halt in verschiedenen Ländern die Demokratie einführen möchte oder vergleichsweise mit der spanischen Inquisition, dass man halt auch hier die eigentlichen Einwohner von Amerika ja, sage ich mal, ein bisschen, ja, schon eigentlich einen Völkermord begangen hat und nur weil sie halt ihre, die Religion zum Beispiel nicht von den Spaniern oder Portugiesen übernommen haben, hat man halt sie hier von ihrem Land vertrieben und da ist es halt auch wirklich wichtig, dieses,
dogmatische Denkweisen führt zu gar nichts. Also man überzeugt keine Leute, man baut eher Mauern auf. Und das Einzige, was eigentlich nur passiert, ist, dass die Leute ja genau das Gegenteil von deiner Denkweise annehmen. Also das heißt, wenn ich jemanden von einer veganen Lebensweise überzeugen möchte und man ist auf einem dogmatischen Weg, dann wird er wahrscheinlich überhaupt nicht zum Veganer werden. Er wird wahrscheinlich eine Abneigung aufbauen und mehr Hass auf andere Veganer projizieren. Und das ist auch wirklich wichtig, erstmal Ruhe zu bewahren, seinen Weg zu gehen. Das ist halt wirklich wichtig, selbst den Schritt zu machen, an sich selber zu arbeiten und selbst der Wandel zu sein. Weil ich bin auch nicht perfekt. Niemand ist von Anfang an perfekt. Und bevor ich jemand anderen kritisiere für seine andere oder falsche Lebensweise, muss ich erstmal selbst perfekt werden. Und ja, das heißt, dass man halt auch hier wirklich sich auch in anderen hineinversetzen sollte, einfach mal hinterfragen sollte, warum sie so denken, wie sie momentan denken, welche Erfahrungen sie bereits hatten und einfach hier in eine gewisse Konversation zu kommen, ohne hier irgendwelche diskriminierende Worte zu verwenden oder diskriminierenden Denkweisen. Jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und jeder hat sein gutes Recht, das zu denken, was er will, weil in der Welt können wir nicht die Welt, die wie wir sie so wahrnehmen, ist halt ein gewisses Glaubenssystem, sage ich mal. Meine Sinnesorgane bzw. mein Gehirn filtert natürlich das alles raus, was als Schutzmechanismus, dass ich halt keine bestimmte Reizüberflutung habe. Also man kann halt viele verschiedene Dinge eigentlich normalerweise gleichzeitig wahrnehmen, tut aber das Gehirn nicht wegen der entsprechenden Überforderung. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Punkte dir vielleicht etwas weitergeholfen haben und du vielleicht auch etwas lernen konntest. Wie immer freue ich mich auf ein Daumen nach oben oder auch Daumen nach runter, wenn dir das Video nicht gefallen hat. Und natürlich auch einen Kommentar, um einfach deine Meinung zu hören, was vielleicht die wichtigsten Punkte sind, um optimal in die Rohkost umzusteigen, beziehungsweise welchen Punkt findest du jetzt nicht so richtig, den ich angeführt habe, oder mit dem kannst du überhaupt nichts anfangen. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre und ich wünsche dir eine schöne Woche, einen sonnigen Start in die Woche, ich nehme das Video am Sonntag auf, und einen herrlichen Sommerstart. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, wir sehen uns in der nächsten Episode, bis dahin, ciao.